Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Im heutigen Video wollen wir uns einmal die Kalenderwoche-Funktion anschauen, die an sich ja auch schon sagt, was sie macht, denn sie prüft, welche Kalenderwoche wir haben und gibt uns das je nach Datum wieder aus. Allerdings gab es da bis Excel 2003 totale Probleme und deswegen dachte ich, rollen wir das nochmal ganz von vorne auf, indem wir das an diesem kleinen Datum ausprobieren. Dafür geben wir einfach mal gleich Kalenderwoche ein, öffnende Klammer und müssen nun unsere fortlaufende Zahl eingeben, also entweder eine Zahl, die berechnet wird ab dem Datum vom 01.01.1900 oder wir beziehen uns eben einfach auf ein Datum und setzen ein Semikolon und nun haben wir bestimmte Zahlentypen, die wir hier angeben können und das ist durchaus verwirrend, denn wir haben hier ein System 1, den Wochenanfang sonntags etc. Und das ist halt alles problematisch, weil das war früher alles nach dem amerikanischen System und das wurde erst alles nach Excel 2003 behoben. Deswegen gehen wir hier einfach mal ein bisschen runter und sehen, dass das alles System 1 ist. Für uns in Europa ist allerdings das System 2 wichtig. Hier auch ganz wichtig, Wochenanfang montags ist für uns das, was wir eigentlich benötigen. Deswegen gehe ich gar nicht groß auf die anderen Sachen ein, denn das, was wir in Europa brauchen, ist eigentlich Wochenanfang montags System 2. Den Unterschied können wir gleich trotzdem mal angucken, denn wenn wir jetzt hier das System 21 oder Zahlentyp 21, Wochenanfang montags nehmen, die Klammer schließen, bekommen wir die Kalenderwoche 52. Nehme ich hier aber die Kalenderwoche vom 31.12.2011 und nehme mir aber den Zahlentyp zum Beispiel 2, ist ja auch der Wochenanfang montags, allerdings das andere System, mache eine schließende Klammer, jetzt hat er es nicht übernommen, 2, schließende Klammer, dann bekommen wir hier die Kalenderwoche 53 raus. Und das liegt daran, dass die Kalenderwoche in den USA oder generell Amerika anders berechnet wird als in Europa. Deswegen nur nochmal eindringlich, wenn man die Kalenderwoche in Europa berechnen will, ist es wichtig, den Zahlentyp später auf 21 zu setzen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.